Alle 5 Jahre wird das höchste politische Amt in Deutschland neu besetzt. Ein neuer Bundespräsident wird gewählt. Doch wie läuft diese Wahl ab und welche Aufgaben hat der Bundespräsident? In Deutschland wird der Präsident nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von der Bundesversammlung. Diese setzt sich aus den mehr oder weniger 600 Abgeordneten des Bundestages und nochmal so vielen Gesandten der Bundesländer zusammen. Diese Gesandten können zum Beispiel Landespolitiker oder sogar Promis aus den jeweiligen Ländern sein. Diese bunte Mischung stimmt dann darüber ab, wer Bundespräsident wird. Der glückliche Gewählte ist dann zwar Staatsoberhaupt von Deutschland, doch sonderlich viel Macht hat er nicht. Seine wesentlichen Aufgaben sind repräsentative Aufgaben. Das heißt, er vertritt die Bundesrepublik Deutschland auf Reisen im In- und Ausland. Außerdem sollte ein Bundespräsident gut sprechen können, denn er muss viele Reden halten oder bei Diskussionen Stellung beziehen. Zudem stellt er zum Beispiel neue Botschafter ein oder verleiht Orden für außergewöhnliche Verdienste an der Bundesrepublik. Das Amt des Bundespräsidenten ist also ein eher symbolisches Amt. Er verkörpert die Werte der Bundesrepublik Deutschland und des Grundgesetzes und trägt diese nach außen. In die Gesetzgebung ist er jedoch kaum mit einbezogen. Er hat zwar das Recht, ein schon beschlossenes Gesetz wieder außer Kraft zu setzen, jedoch ist dieses Recht stark eingeschränkt und kommt deswegen nur sehr selten zur Geltung. Am 12. Februar 2017 wurde Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Im Rahmen seines Amtsantritts bereist er die 16 Bundesländer und trifft sich dort vor allem mit Jugendlichen. Forest Pictures war bei seinem Besuch in Stuttgart dabei.